Moin und willkommen bei 7 Days to Die. Ich höre gerade Geräusche hier unten und ich sehe auch schon wieder, dass unser Gebietsschutzblock kaputt ist. Mann, geht mir das auf den Senkel. Dann bauen wir eben einen neuen. Okay, so. Rein mit dem Zeug und jetzt überlege ich mal, was nehme ich mit? Genug Wasser habe ich? Schinkenspeck? Naja. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Ich nehme mal 7 Stück mit. Den verbaue ich schnell. So. Ja, okay, ich glaube, wir sind dann eigentlich auch schon gerüstet. Eisenschaufel. Da fällt mir gerade ein. Ich habe jetzt die Schrotflinte gepimpt, das werde ich mal ändern. Ich nehme den hier mal raus und schmeiß den in den Knüppel. Den benutze ich einfach öfter. Ich habe von der Schrotflintenmunition auch nur noch 27. Passt mir gar nicht. Gut, Eisenschaufel. Ich könnte natürlich jetzt... ich glaube, man brauchte geschmiedetes Eisen dafür, um die zu reparieren. Ich nehme mal 4 Stück mit. Und das war's dann. Ja, und dann würde ich sagen, geht's los. Wir müssen in die Richtung. Na, da ist er ja schon. So, okay. Dann wollen wir mal davonradeln und uns gar nicht weiter aufhalten hier mit dem Gesellen. Hallo? Und los geht's. Ich hoffe nur, dass das Rad nicht schon Schrott ist, wenn wir ankommen, weil ich werde jetzt auch keine Rücksicht nehmen auf irgendwelche Hindernisse. Wir wollen da mal fix hin, das sind gute 800 Meter. Wir haben schon 1 Uhr. Das ist prima, dann können wir nämlich tagsüber schön looten. Oh, oh! Ja, ich liebe das. Ich liebe es, wenn es vorwärts geht jedenfalls. Ja, dann können wir tagsüber schön looten. Wer weiß, in welcher Richtung das liegt. Was wir da finden, waren wir da schon mal eigentlich? Ansatzweise, aber nicht so ganz. Aber kann einer sagen, was er will? Mit dem Rad geht alles besser. Er hat halt noch nicht so viel Kondition, ne? So, 300 Meter, das scheint ja irgendwo in der Wüste zu sein, das ganze Gedöns. Und er ist schon wieder durstig, naja. Ja gut, also hier in die Wüste, da haben wir uns ja nun auch noch nie reingetraut. Ist hier einer? Nee, ne? Dann trinken wir mal schnell was. Das geht nämlich auf dem Fahrrad nicht. Es sei denn, das haben sie inzwischen gefixt. Auf dem Rad gibt es, glaube ich, zwar die Trinkanimation, aber er nimmt nicht wirklich Wasser zu sich. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Wenn man mal nicht genug mit hat oder so, ist halt ein bisschen Verschwendung und
Muss ja nicht sein. Na. Ey, links. Was hast du denn für einen Wendekreis? Ja, so, ich würde mal sagen, wir sind da. Hier muss das ja irgendwie sein. Kenne ich noch nicht das Gebäude, aber jetzt lernen wir es kennen. Es ist allerdings mitten in der Nacht. Naja, ich drehe erstmal eine Runde ums Haus. Das ist so geil. Die einzige Mine und ich fahr drüber. Ja, guten Tag. Jetzt könnt ihr alle ankommen. Ich dachte, ich mach mal ein bisschen Lärm. Wie jetzt? Also ich muss jetzt hier runter, oder wie? Es sieht ja fast so aus, ne? Oh, Alter! Oh, das war zu früh. So, wo bist du denn gelandet? Jetzt kommt der nächste hier an. Und eine Schlange noch. Na. So. Euch kann ich dann gleich schlachten. Du kriegst gleich einen über die Rübe. Noch einer. Anscheinend nicht. Okay, dann wo ist mein Messer hin? Achso, das hatte ich ungewohnterweise auf Slot 2. Ja, gut. Hui. Da kommt der nächste. Guten Tag. Na, das ist ja nun auch ein bisschen risikoreich hier. Das Ganze mitten in der Nacht anzufangen. Aber ich kann es ja wieder nicht abwarten. Ich habe nur so ein bisschen... So ein bisschen Bedenken. Oh. So ein bisschen Bedenken, dass mich da unten ein Bär erwartet oder so. Das würde ich nicht wollen. Ja, man sieht, ich kenne diese Quest nicht. Jo, ich gehe jetzt mal runter und nehme das Ding an. Wow! Ja! Gute Idee. Ja, das war interessant. Boah. Ja, so viel dazu, dass ich das nicht benutzen wollte. Eigentlich. Aber ich meine, was erwarte ich auch, ne? Wenn ich mitten in der Nacht hier runtergehe, dann geht das ja schon fast nicht anders. Und ja, ich sehe, dass ich nur noch 2 Leben habe. So, benutzen. Kann ich verfügbare Punkte 2? Ich mach mal Healing Factor. So. Ja, gut. Also ich meine, gut ist was anderes. Aber nun bin ich hier drin und machen wir das auch zu Ende. Mit 23 Leben. Ha, ha, ha.
Das war eine ganz tolle Idee, Lynn. Ganz toll. Aber ehrlich mal gesagt, man muss im Leben auch mal ein bisschen Risiko eingehen, ne? Mir ist gar nicht gut. Ich kenne die Location auch nicht, ne? Nur mal so. Wollte ich nur mal sagen. Hello. Na, da oben erwartet mich ja nun garantiert auch nichts Gutes. Aber nützt ja nichts. Wir hangeln uns mal hoch. Oh, Greenscreen, der nicht green ist. Ja. Tag. Ja, jetzt könnte ich meine Schaufel auch benutzen. Hier sind keine Türen. Das gefällt mir überhaupt gar nicht gut. Wow. Bitte? Naja, das war so klar, dass da jetzt wieder einer meint, er muss hier Streit machen, ne? Oh, ein Wildschwein, auch schön. So. Das musste ich mal so erledigen. Ich habe nichts zu verschenken. Jedenfalls, was Leben angeht. Ich traue mich hier gar nicht so richtig vorwärts. Merkt ihr, ne? Okay. So, ich würde wenigstens gerne warten, bis Tag ist. So. Na, da ist aber jemand echt wild, muss ich mal so feststellen. Ich weiß nicht, ob mir das gut gefällt. Ich glaube nicht. Was mich wieder daran erinnert, dass mir des Öfteren gesagt wurde, ich soll erst clearen und dann looten. Und ich habe es bis heute nicht geschafft, diesen guten Rat zu beherzigen. Ich kann einfach nicht warten. Ich muss sofort wissen, was da drin ist. Nennt es eine schlechte Angewohnheit. Nennt es besonderen Spielstil. Nennt es einfach doof. Nennt es risikoreich, wie immer ihr wollt. Ist halt so. Gut, das ist das. Ich schipp noch mal hier, wenn schon da rumsteht. Ja, gut, da kommen wir her. Okay, hier liegt aber echt eine Menge Müll rum.
Mhm. Ja, wäre mal cool, wenn meine Gesundheit irgendwie so ein bisschen hochgehen würde, also schneller hochgehen würde. Das würde mir eindeutig ein besseres Gefühl geben. Gibt es hier noch was Schönes? Mal gucken. Sag mal, hier macht ja aber auch jemand Randale. Gut, ich glaube, das war's hier. Ah, alles klar. Dann nehmen wir natürlich das Fleisch hier auch noch mit. Finde ich ja ganz praktisch, dass das Essen hier quasi frisch geliefert wird. Finde ich echt gut. Aber ich muss hier echt aufpassen. Die Gesundheit war schon auf 2 runter. Das wollen wir am besten nicht nochmal erleben. So, also die... ich wollte gerade sagen, hatte ich doch schon. Wir zerlegen mal ein bisschen was. So. Na, die können wir mal da lassen. Schlange ist voll gleich, ne? Achso, die bleiben da jetzt liegen, bis ich sie abgegeben habe. Alles klar. So, ich könnte jetzt natürlich noch mehr Sachen mitnehmen. Jetzt ist er drin. Ist er jetzt drin? Er macht jedenfalls echt Randale da. Ja, die kann ich gleich nicht reparieren. Ich habe keine Steine mit, richtig? Ja gut, dann halt nicht. Jetzt ist ihm auch noch heiß. Ich krieg die Krise. Nee, geht nicht. Okay, was nehmen wir dann? Das ist ja alles geil. Okay, wir haben hier so einen schönen Innenhof. Oh, oh. Und das hört sich nicht gut an. Überhaupt nicht gut. Und das sind hier Hundekäfige. Würde ich mal so meinen. Oh, jetzt halt! Das ist immer doof, wenn man in der Animation steckt und dann aus dem Augenwinkel sieht, dass da was angerast kommt und dann kann man es nicht rechtzeitig abbrechen. Schlecht. Aber das hat ja nochmal geklappt. Okay, wir trinken nochmal was. Wir essen auch nochmal was. Ja, und dann schippe ich nochmal hier, wo ich gerade stehe. Und dann gucken wir um die Ecke. Aber das Coole ist, wenn wir hier durch sind, dann ist Tag und wir haben noch nicht so viel verplempert. Die Nacht haben wir echt gut und produktiv rumgebracht, würde ich mal meinen. Und wir sind zumindest noch nicht gestorben. Das muss man ja nun auch erstmal schaffen, wenn man sich so verhält wie ich. Ich nenne es mal risikoreich. Das Blöde ist nur, mein Inventar wird demnächst voll, aber komplett hoch.
Na, einer da? So, das geht ja jetzt nicht hier. Okidok. Mhm, toll, ja, und ich habe keine... Ach, das ist aber nicht schön. Ja, schade, ich habe keine Spitzhacke mit, deswegen klemme ich mir das mal. Dann gucken wir nochmal, was hier so alles rumliegt. Muni ist total gut, gerade für die Schrotflinte. Es wird Tag, sehr schön. Ja, und dann würde ich sagen, war's das erstmal für diese Folge. Ich werde hier noch ein bisschen weitermachen. Das könnt ihr euch gerne, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Folge angucken. Dann erstmal vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.